Nachtzug. Ein Wunsch, ein Gedanke, Fernweh. Die blecherne Stimme hallt über die Bahnsteige. Das rhythmische Rattern von Rollkoffern über die Fugen des Untergrundes. Sie ruft, die Welt. Es quietschen die Bremsen des einfahrenden Zuges. Ein beherzter Handgriff, ein Ruck. Die Tür schwingt zur Seite. Hinein in den Wagen, und da ist er, der Geruch des Reisens, der Geruch von Abenteuer. Es ist so anders hier drin. Weg ist er, der Lärm des Bahnhofes, ein stummer Wagen, ein Schutz von der Schnelllebigkeit da draußen. Der lange Gang, Abteiltür an Abteiltür. Eines ist meins. Verstaut ist der Koffer, ich sitze. Alleine, für mich. Doch bin ich alleine? Nein. Hinter den Abteiltüren sind sie. Gespräche. Blicke, die mehr sagen als Worte. Gedanken und Wünsche. Bei Fremden. Mitreisenden. Menschen, die wie ich von der Ferne träumen. Oder der Heimat. Von ihrer Familie. Freunden. Der Sonne. Sie alle sind auf einem Abenteuer. Alleine und doch vereint. Rums, die Tür fällt zu, ein leichter Ruck, es geht los. Der Zug setzt sich in Bewegung. Die Abendsonne blitzt durch das Glas. Da ziehen sie, die Häuser meiner Stadt. Ein Gang zum Fenster, ich öffne es. Mein Blick fliegt die Kolonne der Wagen entlang, fest verkuppelt, eine Einheit. Eine Kette ohne Prunk. Reichtum findet man in, bei den Menschen, im Herzen. Die niedergehende Sonne spiegelt sich in der glänzenden Außenseite des Zuges. Ein Blick zurück. Hinter mir die Heimat, vor mir die Nacht. Ich stehe gebannt am geöffneten Fenster. Der Zug wird schneller, er donnert über die Gleise. Der Fahrtwind schlägt mir ins Gesicht, fährt durch meine Haare und lässt die Gardine flattern. Ich setze mich hin und beobachte die vorbeirasenden Felder und Bäume. Gedankenversunken schaue ich aus dem Fenster. Der Zug wird wieder langsamer. Ich gehe auf den Gang und öffne das Fenster zum Bahnsteig. Es ist dämmerig geworden. Ich erblicke die Lichter des nahenden Haltes. Ich strecke den Kopf aus dem Fenster, während wir in den Bahnhof einfahren. Einige Reisende steigen ein. Andere sitzen auf den Bänken und schauen sich diesen Zug an, der auf sie scheinbar fremdartig wirkt. Entflohen einer anderen Zeit. Ein Zug, der nicht an diesen Platz passt. Neben elektronischen Anzeigen und Reisenden, die mit ihrem Smartphone in der Hand vorbeieilen. Ein Zug mit Menschen wie mir, die an offenen Fenstern stehen und rausgucken mit einem Lächeln im Gesicht. Es wirkt so fremd und so entfernt in dieser Zeit der ICEs mit ihrem sterilen und einheitlichen Flair. Eisenbahnromantik. In diesem Zug lebt sie. Und irgendwie sehe ich in der Skepsis, mit der diese Menschen diesen bunten Zug anschauen, auch die Bewunderung, die Sehnsucht nach dem Abenteuer. Der Wind der Freiheit, er weht mir um die Nase, lässt die Gardinen flattern und wandert durch den Zug wohl schon seit Jahren. Mit Reisenden, die von der Freiheit träumten, träumen und es werden. Träumer wie ich.